Willkommen, willkommen zu einem neuen Video, neue Playlist, Podcast und zu verschiedenen Themen. Und in diesem Podcast, da geht es einfach hauptsächlich darum, dass ich euch zeigen möchte, wie ihr im Kontextmenü Folder Painter deinstallieren könnt komplett, weil da gibt es einen Fehler. Und das ist im Endeffekt, wie ihr gleich hier sehen könnt, wenn wir die rechte Maustaste klicken, das ist der Fehler. Wenn ihr es deinstalliert, dann seht ihr hier auch offene Kontext, Strukturen, also Menü, im Kontextmenü offene halt. Das ist im Shell von der Benutzeroberfläche, nennt sich das im Shell, was geschrieben ist. Also Shell ist im Endeffekt, wenn ihr PowerShell öffnet, dann könnt ihr damit programmieren und gewisse Sachen für die Benutzeroberfläche herstellen. Ja, sieht, und zum Shell gehört die Taskleiste, das Desktop und ein Kontextmenü von der Maus. Ne? Von der Maus im Endeffekt, wenn ihr die rechte Maustaste drückt und so weiter. So. Wichtigste ist, dass wir die Regit nehmen, ne? Also die Regit-Registro, und wir als Administrator starten, das ist A und O, und einfach auf Suchen klicken. Ne? Habe ich hier ja schon alles gemacht. Gehe auf Bearbeiten und das ist ein Nachtrag im Endeffekt auch in diesem Video, weil ich habe gesagt, ich mache das Video nochmal, aber ein bisschen kürze ich es ab, weil ich versuche, die Podcasts so kurz wie möglich zu halten. Also dann hier als Administrator starten und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr natürlich auf Datei klicken und dann auf Exportieren, weil ihr müsst die Regit immer absichern. Am besten klickt ihr dann auf Alles, ne? Also unten links gibt es diesen Radio-Button, Ausgewählte, und ihr klickt auf Alles, weil wir wollen ja nichts dem Zufall überlassen, ne? Und dann einfach komplettes Registration und Datum reinschreiben, Sicherung, und dann seid ihr sicher. Klar, alle meine Angaben sind immer ohne Gewähr, ich muss das machen, denn wenn ich mich mit meinem Rechtsanwalt abspreche, dann sagt er, machen Sie es lieber ohne Gewähr, weil es gibt halt eben Doofnasen, ne, die das trotzdem nicht ganz schauen oder nicht richtig machen, und da kann ich auch nichts dafür. Okay, das ist bei mir so mit Absicht gemacht. Ne? Ich habe da hier Security eingestellt. Wenn ihr das auch habt zum Beispiel, dann müsst ihr auf den Virenschutz klicken. Und dann dementsprechend, dann geht ihr da drauf. Ne? Dann klickt ihr auf den Pfeil und dann klickt ihr auf Aktion und dann auf Gerät zulassen. Dann werden euch nerven und fragen, ja, willst du das machen, willst du es zulassen? Und dann sagt ihr natürlich ja, und dann könnt ihr speichern. Ne? Ich habe das ja nicht gesehen, was ich gemacht habe, weil das ist von Microsoft so gemacht. Ne? Also, oder ich habe es gecuttet, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Dann klickt ihr auf Speichern. Ne? Ich habe das mal in Dokumente gespeichert. Und das kann ein bisschen halt dauern, und dann müsst ihr halt warten, bis das Ganze, diese Xheimer, das werdet ihr gleich sehen hier. Ich werde jetzt gleich auf Speichern klicke. Seht ihr diesen Timer, ne? Und der muss ablaufen, der muss komplett zu einer normalen Maus werden, und dann könnt ihr dementsprechend auch weiter fortfahren mit dem, was ihr vorhabt. In dem Fall hier die Folder Painter Ordner zu löschen. Und dann müssen wir nichts anderes tun, wie halt rechte Maustaste auf Löschen klicken. Und dann auf ja, du bist die Schlüssel löschen, ja klar. Und dann wieder auf löschen und wieder das Ganze. Jetzt kürzen wir erst ein bisschen mal ab, ne, damit es ein bisschen schneller geht. So, das ist der letzte Eintrag und fertig sind wir. Und das war's im Endeffekt. Und wenn dir das Video natürlich gefallen hat und wenn es dir was gebracht hat, dann abonniere meinen Kanal, like meine Videos, empfehle mich natürlich weiter und
Falls du mal so Ordner markieren willst, dann würde ich dir empfehlen, natürlich Folder Painter nicht, sondern Folder Maker. Kostet zwar ein bisschen Kohle, aber da hast du diese Probleme nicht wie mit Folder Painter. Ne? Solltest du nochmal deine Registrie natürlich komplett durchsuchen. Ne? Also das heißt, nicht auf neu irgendwas, ne? Sondern einfach auf Suchen klicken und dann nochmal Folder Painter und dann einfach mal abwarten. Und wenn du da dementsprechend nicht mehr keine Einträge mehr vorfindet, dann war's das. Okay, nicht vergessen, liken, abonnieren und weitere Podcasts kommen demnächst, wie ich euch versprochen habe, dass ich da in neue Richtungen, neue Videos gehe und that's it. Haut rein, Leute.